Hey, schön euch zu sehen. Ich bin Maxi und heute gehen wir auf den Rahmenlehrplan Sport für Berlin und Brandenburg ein. Dabei schauen wir uns in diesem ersten Teil die Zielsetzungen des Sportunterrichts und das Kompetenzmodell im Rahmenlehrplan Sport an. Kommt mal mit! Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt. Das ist Peter. Peter studiert Sport in Berlin und möchte Lehrer werden. Doch den Rahmenlehrplan hat er bisher nicht verstanden. Er hat viele Fragen und hofft, dass seine Kommilitonin Aische ihm helfen kann. Aische, kannst du mir den Rahmenlehrplan erklären? Klar. Der Rahmenlehrplan in Berlin und Brandenburg ist in drei Teile unterteilt. In Teil A werden fächerübergreifende Aspekte von Bildung und Erziehung thematisiert. Dabei wird auf allgemeine Grundsätze, übergreifende Bildungs- und Erziehungsaufgaben, allgemeine Aspekte von Lernen und Unterricht sowie auf Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung eingegangen. Teil B enthält Ausführungen zur fachübergreifenden Kompetenzentwicklung. Schwerpunkte liegen auf der Sprach- und Medienbildung. Darüber hinaus werden in Teil B 13 fachübergreifende Themen vorgestellt. Dazu gehören unter anderem Demokratiebildung, Gesundheitsförderung, Akzeptanz von Vielfalt und kulturelle Bildung. Vereinzelt werden einige dieser 13 Themen schwerpunktmäßig auf bestimmte Fächer bezogen. Für Sport wird zum Beispiel ein besonderes Augenmerk auf die Themen Gesundheit und Mobilität gelegt. Insgesamt stellen die Themen in Teil B also Querschnittsaufgaben für alle Fächer dar. Verstehe. Und wie genau sieht der Rahmenlehrplan für mein Fach Sport aus? Teil C des Rahmenlehrplans ist der fachspezifische Teil. Für alle Fächer besteht er gleichermaßen aus drei Teilen. Nehmen wir Teil C, Sport für die Jahrgangsstufen 1 bis 10. Hier wird zunächst allgemein auf die Kompetenzentwicklung im Fach Sport eingegangen. Dann werden die angestrebten Kompetenzen und Standards definiert und abschließend werden die zu behandelnden Themen und Inhalte vorgestellt. Kannst du mir diese drei Teile näher vorstellen? Gerne. In Kapitel 1, Kompetenzentwicklung Sport, werden die Ziele des Sportunterrichts und die fachbezogenen Kompetenzen beschrieben. Ziel des Sportunterrichts ist es, einen Beitrag zur Bildung und Erziehung der Schülerinnen und Schüler zu leisten. Die Schülerinnen und Schüler sollen also bestimmte Kompetenzen erwerben, um ihre Persönlichkeit zu entwickeln und gleichzeitig den gesellschaftlichen Anforderungen gewachsen zu sein. Der Sportunterricht soll dabei an die individuellen Erfahrungen und Voraussetzungen der Lernenden anknüpfen und ihnen neue Perspektiven und Handlungsräume eröffnen. Dabei soll die körperliche und geistige sowie die psychische und soziale Entwicklung der Lernenden gefördert werden. Ein fachliches Ziel des Sportunterrichts ist es, die Freude der Schülerinnen und Schüler am Sporttreiben zu wecken, um ein lebenslanges Sporttreiben anzubahnen. Dies wird im Doppelauftrag des Schulsports als Erziehung zum Sport bezeichnet. Demnach soll den Schülerinnen und Schülern also die Teilhabe an der Sport- und Bewegungskultur in und außerhalb der Schule ermöglicht werden. Mit einer Erziehung durch Sport ist gemeint, dass der Sport überfachliche Kompetenzen fördern soll. Dazu gehört zum Beispiel die Demokratieerziehung, interkulturelles Lernen, Gesundheitsförderung und Medienkompetenz. An dem Doppelauftrag siehst du, dass die Förderung von überfachlichen Kompetenzen, so wie sie im übergreifenden Rahmenlehrplan in Teil B beschrieben sind, eine selbstverständliche Zielsetzung des Sportunterrichts ist. Voraussetzung, um diese Ziele zu erreichen, ist eine mehrperspektivische Betrachtung von Bewegung, Spiel und Sport. Hierfür dienen 6 pädagogische Perspektiven als Handlungsorientierung. Sie sollen zeigen, wo im Sportunterricht die Schwerpunkte gelegt werden können und welche pädagogischen Möglichkeiten es zur Förderung des Kompetenzerwerbs gibt. Die 6 pädagogischen Perspektiven sind Leistung, Körpererfahrung, Kooperation, Gesundheit, Gestaltung und Wagnis. Die Auswahl und Gewichtung dieser Perspektiven können variieren. Der Fokus einer Unterrichtsstunde kann beispielsweise auf die pädagogische Perspektive Kooperation gelegt werden. Die Stunde sollte durch die pädagogischen Perspektiven jedoch nicht überfrachtet werden. Schade finde ich, dass der außerunterrichtliche Sport, also die Ganztagsangebote, der Pausenhof und so weiter, im Rahmenlehrplan Sport für Berlin und Brandenburg unterbelichtet bleibt.
Das ist vor dem Hintergrund von Ganztagsschulen nicht nachvollziehbar. Schulsport ist schließlich weit mehr als Sportunterricht. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns lieber mit dem Kompetenzmodell im Fach Sport weitermachen. Dieses ist sehr durchdacht. Ja, gerne. Im Zentrum des kompetenzorientierten Lehrplans steht die Entwicklung einer übergreifenden Sport- und bewegungsbezogenen Handlungskompetenz. Dieses Modell beinhaltet vier Kompetenzbereiche. Es wird nach den Kompetenzbereichen Bewegen und Handeln, Reflektieren und Urteilen, Interagieren sowie Methoden anwenden unterschieden. Diese vier Bereiche erkläre ich dir nun genauer. Fangen wir am besten mit den Methodenkompetenzen an. Im Rahmenlehrplan Sport für Berlin-Brandenburg wird diese Kompetenzdimension als Methoden anwenden bezeichnet. Unter dem Kompetenzbereich Methoden anwenden wird die Gesamtheit der individuellen Voraussetzungen verstanden, die es Schülerinnen und Schülern ermöglicht, den Ablauf ihres sport- und bewegungsbezogenen Handelns zunehmend selbstständig und eigenverantwortlich, reflektiert und strukturiert, auch unter Verwendung von Hilfsmitteln wie Medien zu gestalten. Der Kompetenzbereich Methoden anwenden beinhaltet fachspezifische und fachübergreifende Methoden. Diese sind in die anderen drei Kompetenzbereiche integriert. Welche Kompetenzen das genau sind, können wir uns gleich bei den weiteren drei Kompetenzbereichen anschauen. Wir erkennen diese an den kursiven Hervorhebungen. Verstehe ich das richtig, dass der Kompetenzbereich Methoden anwenden querliegend zu den anderen drei Kompetenzbereichen betrachtet wird? Wenn ja, dann überschneiden sich die Kompetenzen zu dem Bereich Methoden anwenden ja mit Bewegen und Handeln, Interagieren sowie Reflektieren und Urteilen. Ja, genau. Der Rahmenlehrplan Sport für Berlin-Brandenburg geht davon aus, dass sich die Kompetenzen im Bereich Methoden anwenden aus den drei anderen Kompetenzbereichen entwickeln. Kommen wir zum Kompetenzbereich Bewegen und Handeln. Unter dem Kompetenzbereich Bewegen und Handeln wird die Gesamtheit der individuellen Voraussetzungen verstanden, insbesondere motorische, aber auch psychische und soziale Aufgaben durch Bewegung zu bewältigen. Hier geht es also in erster Linie um die sportspezifischen Sachkompetenzen im motorischen Bereich. Die Entwicklung von Kompetenzen in diesem Bereich schließt damit vor allem ein, dass Schülerinnen und Schüler ihre sportmotorischen Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie ihr sportliches Können verbessern und präsentieren. Ihre sport- und bewegungsbezogenen Kenntnisse sowie ihre Bewegungserfahrungen erweitern, mit Formen der Bewegung kreativ umgehen, sport- und bewegungsbezogene Methodenkenntnisse erwerben und erweitern, Informationen von Medien und Bewegungsbeschreibungen zunehmend selbstständig entnehmen und darauf aufbauend ihre sport- und bewegungsbezogenen Handlungen begründet planen und ausführen, mit Sportgeräten und Materialien sachgerecht umgehen. Diese Kompetenzen sind recht allgemein formuliert und werden später bei den Standards noch etwas konkretisiert. Dazu aber später mehr. Zusammenfassend wird die Kompetenzentwicklung beim Bewegen und Handeln durch Bewegungssituationen gefördert, in denen die Lernenden vielfältige, entwicklungsfördernde Bewegungsaufgaben aktiv lösen. Es geht also um motorische Handlungen in Bewegungs-, Spiel- und Sportsituationen, zum Beispiel das Lernen des Korblegers. Es geht aber auch um den Erwerb von methodischen Kompetenzen, die zur Bewältigung von motorischen Handlungen notwendig sind. Okay, das verstehe ich. Die letzten drei Punkte sind kursiv. Das heißt, hierbei handelt es sich um Methodenkompetenzen, die die Lernenden beim Bewegen und Handeln bzw. in Bewegungs-, Spiel- und Sportsituationen erwerben sollen. Absolut richtig. Methoden betreffen immer das Wie. Wenn du also weißt, wie du zum Beispiel den Korbleger lernen kannst oder dir selbst die entsprechenden Informationen besorgen kannst oder das dafür eventuell notwendige Gerätarrangement aufbauen kannst, besitzt du die notwendigen Methodenkenntnisse zum Lernen des Korblegers. Was ist mit dem Kompetenzbereich Reflektieren und Urteilen? Geht es hierbei dann um die geistigen Kompetenzen im Sport? Im Prinzip schon. Es geht um die kognitiven Kompetenzen, die für Bewegungs-, Spiel- und Sportsituationen notwendig sind. Es geht aber auch um die persönlichen Einstellungen in diesem Bereich. Hier geht es also vordergründig um die kognitive Dimension der Sach- und Personalkompetenz der Lernenden im Sport. Darunter wird laut dem Rahmenlehrplan
die Gesamtheit der individuellen Voraussetzungen verstanden, sich eigenes und fremdes Handeln in sport- und bewegungsbezogenen Situationen bewusst zu machen, zu hinterfragen und zu beurteilen. Die Entwicklung von Reflektieren und Urteilen impliziert, dass Schülerinnen und Schüler die handlungsbegleitenden Informationen wahrnehmen und beurteilen, sich mögliche Handlungsgründe, Absichten und Folgen bewusst werden, Handlungsentscheidungen aus verschiedenen Perspektiven nachvollziehen und begründen treffen, Verantwortung für die eigene Gesundheit sowie das persönliche Wohlbefinden übernehmen, auf der Grundlage von Reflexionen Bewegungsabläufe gezielt wahrnehmen, auswerten und gegebenenfalls Korrekturen durchführen. Die Kompetenzentwicklung im Bereich Reflektieren und Urteilen wird demnach besonders durch Handlungssituationen gefördert, in denen Lernende weitgehend selbstständig ihr sport- und bewegungsbezogenes Wissen, Können und Wollen unter anderem hinterfragen, bewerten und gegebenenfalls neu bilden. Jetzt verstehe ich diesen Bereich besser. Der letzte Punkt ist kursiv und meint also die Methodenkompetenz, die ich beim Reflektieren und Urteilen erwerben kann, oder? Genau. Das ist nur ein exemplarischer und recht allgemein gehaltener Punkt, was für die unterrichtliche Situation noch konkretisiert werden muss. Das könntest du mal ausprobieren. Was fällt dir zur Konkretisierung ein? Puh, lass mich mal überlegen. Im Kurs Bewegungskünste haben wir von unserer Dozentin letztens einen Feedbackbogen mit Merkmalen zur Ausführung des Jonglierens erhalten. Wir haben die Technikmerkmale besprochen und sollten dann unsere KommilitonInnen anhand dessen bewerten und ihnen ein Feedback zur Optimierung geben. Wäre dies ein konkretes Beispiel? Das ist ein absolut geeignetes Beispiel. In diesem Fall war die Kompetenzerwartung, dass sie als FeedbackgeberInnen die Umsetzung der Technikmerkmale beim Jonglieren kriteriengeleitet bewerten und gegebenenfalls Korrekturvorschläge machen könnt. Wenn die Lernenden also wissen, wie sie etwas reflektieren oder urteilen können und dies auch wollen, handelt es sich um Methodenkompetenzen, die durch das Reflektieren und Urteilen entwickelt werden. Professor Gogol hat dies ganz treffend folgendermaßen formuliert. Kompetenzen erweisen sich nicht nur in spezifischen Anforderungssituationen, sie bilden sich auch überhaupt erst in ihnen aus. Das Modell der handlungs- und bewegungsbezogenen Handlungskompetenz haben wir nun fast vollständig durch. Jetzt fehlt noch das Interagieren. Okay, machen wir weiter. Der Kompetenzbereich Interagieren stellt die Sozialkompetenz dar. Und hierunter wird im Rahmenlehrplan die Gesamtheit der individuellen Voraussetzungen verstanden, sich verbal und nonverbal in sport- und bewegungsbezogenen sozialen Situationen einzubringen und im sportlichen Mit- und Gegeneinander dem Fairplay-Gedanken entsprechend interagieren und kommunizieren zu können. Die Kompetenzentwicklung in diesem Bereich beinhaltet unter anderem, dass die Lernenden kooperativ in der Gruppe handeln und sich gezielt unterstützen, miteinander fair konkurrieren, sich mit ihren Stärken in die Gruppe einbringen, Schwächeren helfen und sie integrieren, mit Erfolgen und Enttäuschungen fair umgehen, Regeln vereinbaren und einhalten, faire Verhaltensweisen erkennen und anwenden, Maßnahmen des Helfens und Sicherns zuverlässig anwenden. Die Kompetenzentwicklung wird also durch soziale Situationen gefördert, in denen Lernende in verschiedenen Gruppen kooperieren und konkurrieren. Dabei können sie Toleranz, Respekt und den angemessenen Umgang mit Konflikten demonstrieren. Es geht also um soziale Kompetenzen. Wenn ich weiß, wie ich soziale Situationen angemessen gestalte, handelt es sich wieder um Methodenkompetenzen, wie zum Beispiel die Vereinbarung und das Einhalten von Regeln bei einem selbst entwickelten Spiel mit Alltagsmaterialien. Dieser Kompetenzbereich ist einfach greifbar und ich denke, das Prinzip habe ich verstanden. Danke, ich habe jetzt die Zielsetzungen des Schulsports und das Modell einer sport- und bewegungsbezogenen Handlungskompetenz im Rahmenlehrplan Sport für Berlin-Brandenburg verstanden. Das freut mich. Wenn du willst, können wir gleich mit den Kompetenzen und Standards weitermachen und dann auch noch auf die Themen und Inhalte im Rahmenlehrplan Sport eingehen. Aber lass uns erstmal in die Mensa etwas essen gehen. Oh ja, gerne. So, und nun seid ihr an der Reihe. Nutzt doch die Pause und beschreibt das Modell einer sport- und bewegungsbezogenen Handlungskompetenz aus dem Rahmenlehrplan für Berlin und Brandenburg mit eigenen Worten.
Viel Freude und Erfolg!